Hi, ihr wollt also eure Schädlinge bekämpfen? Tja, wenn es Tripse sind, dann hoffe ich für euch, dass ihr einen sehr gefestigten mentalen Zustand habt. Sonst könnt ihr die ganze Sache etwas ausatmen. So wie bei mir diesen Sommer. Es war keine leichte Zeit. Hi, mein Name ist Joey. Herzlich willkommen auf dem Kanal Joey's Jungle Plans. Der Kanal, wo wir über die Sache reden in unserem Leben, die uns am meisten Kraft gibt. Which is plants. As you might already noticed. Ich höre auf zu Englisch reden. Wir reden heute über Schädlinge. Und ich glaube, es war kein Video angefragter als dieses Video über Schädlinge. Und das wird bestimmt total toll und super. Endlich wird euer Problem gelöst. Endlich wisst ihr, wie ihr eure scheiß Trauermücken von euren Pflanzen entfernt. Und ich erzähle euch einfach alles. Ich erzähle euch von den dunkelsten Tagen meines Lebens. Als ich einen Tripsebefall hatte. Und Leute, ihr wollt euch nicht vorstellen, wie schlimm das war. Ich zeige euch aber auch, wie ich von diesen dunklen Tagen wieder weggekommen bin. Um das mal kurz einzugliedern. Wenn ich über Schädlinge rede, dann rede ich immer über Tiere, die die Pflanzen befallen. Also nicht über Pilze oder Bakterien. Ah, Bakterien können auch Tiere sein, ne? Aber ich meine wirklich so käferartige Tiere. Also Tiere, die man tatsächlich mit dem bloßen Auge erkennen kann. Auch wenn es manchmal schwierig ist, denn sie sind trotzdem sehr klein, aber eben nicht Pilze oder Bakterien. Das ist nochmal ein anderes Thema. Schädlinge sind eben immer so irgendwelche Krabbelfiecher. Was gibt es denn eigentlich für Schädlinge? Es gibt Blattläuse, es gibt Trauermücken, es gibt Schildläuse, es gibt Wollläuse, es gibt Tripse, es gibt Spinnmilben. Boah, richtig eklig. Und ich glaube, das waren so die Basic-Schädlinge, die man so auf seinen Pflanzen hat. Von diesen ganzen Viechern hatte ich alle schon. Boah, scheiße. Naja. Entsprechend kann ich auch gut darüber reden. Grundsätzlich gilt, egal welchen von diesen Schädlingen ihr gerade auf eurer Pflanze sitzen habt, gibt es so ein paar Maßnahmen, die ihr auf jeden Fall einleiten solltet. Als erstes, nehmt ihr erstmal die Pflanze, worauf ihr einen Schädling erkennt, und tut die irgendwo weg, wo sie isoliert von allen anderen Pflanzen steht. Wenn die jetzt in einer Gruppierung von Pflanzen stand, also zum Beispiel wie ich hier so eine Ecke in meinem Wohnzimmer habe, wo ganz viele Pflanzen auf einem Haufen stehen, dann solltet ihr ganz dringend auch die anderen Pflanzen untersuchen, eventuell direkt präventiv Maßnahmen ergreifen. Sonst habt ihr halt dann irgendwann das ganze Haus voll mit Pflanzen. Nee, nicht mit Pflanzen, mit Schädlingen auf den Pflanzen. Auf jeden Fall, wenn ihr diese Pflanze isoliert habt, tut ihr die erstmal in die Dusche oder in die Badewanne und dann braust ihr die ordentlich ab. Also jetzt nicht so stark, dass irgendwie Blätter beschädigt werden oder so, aber so stark wie möglich macht ihr diese Pflanze sauber. Und ihr könnt auch wirklich so ein bisschen mit den Händen so dran rumrubbeln, so wirklich, damit ihr diese Viecher da so gut wie möglich wegbekommt. Das ist erstmal, egal welchen Schädling ihr habt, die erste Maßnahme, die ihr ergreifen solltet, das ist niemals falsch. Also generell, ihr könnt das auch machen, wenn keine Schädlinge drauf sind, weil es immer gut, mal eure Pflanze zu waschen, ne? Was ihr auf jeden Fall auch machen könnt, ist, egal welcher Schädling das jetzt ist, der eure Pflanze befällt, den ersten Zentimeter der Erdschicht einfach entfernen und in den Müll entsorgen, weil ganz oft sind da Eier drin und so weiter. Die Eier können natürlich auch tiefer in der Erde sein, aber also ihr müsst jetzt nicht immer direkt die Erde komplett wechseln, aber den ersten Zentimeter könnt ihr getrost weghauen, so warum nicht? Ist nur ein Zentimeter, könnt ihr neu auffüllen, meine Güte, ist nicht so schlimm. Kommen wir zu den einzelnen Schädlingen. Wir fangen mal an mit... Ich hab schon wieder vergessen, mit was ich anfangen wollte. Wir fangen mal an mit dem Schädling, der euch laut euren Kommentaren am meisten beschäftigt. Und zwar ist das die Trauermücke. Und falls ihr jetzt noch nicht so ganz wisst, was ich meine, das sind wirklich mini kleine, ja, Fliegen, sowas wie Obstfliegen. Diese Trauermücken legen Larven in die Erde. Und angeblich sind die so gefährlich für die Pflanzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich gar nicht so wild ist. Also ich raste jetzt nicht aus, wenn ich Trauermücken habe. Trauermücken sind grundsätzlich ein Anzeichen dafür, dass das Substrat ein wenig zu feucht steht. Denn diese Trauermücken essen eigentlich nicht die Wurzeln der Pflanzen, sondern diese Trauermücken kommen eben wegen der Feuchtigkeit. Denn durch die Feuchtigkeit bilden sich Pilze in dem Substrat. Und genau diese Pilze finden die Trauermückenlarven so geil. Davon ernähren die sich. Und deswegen gehen die halt dann in das Substrat rein und fressen die Pilze dort weg. Also lässt sich jetzt drüber streiten, ob die eigentlich so gefährlich sind, weil Pilze sind auf jeden Fall gefährlich für Pflanzen. Trauermücken, wer weiß. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass sie nicht schön aussehen, ne? Es ist halt auch ein bisschen eklig, wenn so 1000 Fliegen da auf einmal hochsteigen, wenn ihr eure Pflanze mal anhebt oder so. Also ja, ihr solltet sie entfernen. Es geht eigentlich super einfach, Trauermücken loszuwerden. Und zwar solltet ihr einfach bis zur nächsten Wassergabe der Pflanze die Erde ganz schön gut austrocknen lassen. Kommt natürlich drauf an, was für eine Pflanze das ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass vor allem große Pflanzen, also Pflanzen, die in einem sehr großen Topf stehen, dazu neigen, Trauermücken zu bekommen. Denn ist der Topf zu groß für das Wurzelwerk der Pflanze, dann braucht die Pflanze sehr lange, um durch die
Wurzeln die Feuchtigkeit aus der Erde aufzunehmen. Umso länger das dauert, umso eher können sich Traumücken bilden, weil eben das Substrat sehr lange feucht bleibt. Das heißt, was ihr auf jeden Fall machen solltet, wenn ihr die grundsätzlich nicht aus eurem Topf rauskriegt, eventuell könnt ihr die Pflanze in einen kleineren Topf pflanzen. Dadurch wird sie schneller trocken und dadurch bilden sich eben auch nicht diese Trauermücken. Aber grundsätzlich gilt, lasst die Erde mal gut austrocknen und gießt sie dann erst wieder. Denn damit durchbrecht ihr diesen Zyklus von diesen Viechern, weil die sind als Trauermücken ja quasi ausgewachsen, dann legen die wieder Eier in die Erde, dann bilden sich neue Larven, dann werden die wieder ausgewachsen und es geht immer wieder von vorne los. Wenn ihr aber einmal die Erde austrocknen lasst, dann habt ihr den Lebensraum für diese Larven zerstört. Entsprechend sterben sie und dann sind sie halt weg. Ihr könnt durch Gelbsticker, die gibt es wirklich in jedem Gartencenter, sie heißen wirklich einfach Gelbsticker, das sind kleine gelbe Sticker, die steckt ihr in die Erde. Daran könnt ihr sehr gut erkennen, wie krass der Befall an Trauermücken wirklich ist. An den Gelbstickern sind so Pheromone dran und die männlichen Fliegen, die fliegen dann an diese Klebedinger, bleiben kleben und sterben dann. Und dadurch können dann die Weibchen sich nicht mehr fortpflanzen, weil die Männchen alle tot sind und deswegen sterben die dann auch. Aber meiner Meinung nach ist das jetzt nicht super präventiv gegen die Viecher, um die loszubekommen, aber ihr kriegt einen sehr guten Eindruck, wie schlimm es ist. Um die wirklich loszubekommen, glaube ich, reicht es einfach mal, Substrat austrocknen zu lassen. Wenn das jetzt nun mal bei einer Calathea der Fall ist, habt ihr ein Problem, weil eine Calathea solltet ihr nicht austrocknen lassen. Müsst ihr halt mal so ein bisschen gucken. Ich habe aber das Gefühl, dass das so die harmlosesten Schädlinge sind. Wenn das ein paar sind und das jetzt nicht die absolute Überzahl ergreift, mache ich persönlich nichts weiter. Ich stecke einen Gelbsticker rein und dann ignoriere ich die Pflanze ein bisschen und dann ist auch schon wieder gut. Also so ein paar Trauermücken hat man immer. Ich habe mich nie bei Gästen geschämt, wenn da so eine kleine Trauermücke um ihr Gesicht geflogen ist. Ist halt so. Eine Möglichkeit, falls ihr tatsächlich ein bisschen dollere Probleme mit Trauermücken bekommt. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe es schon sehr oft gehört, dass man so ein bisschen Zimt auf die obere Erdschicht geben kann. Denn dieser Zimt ist angeblich dafür verantwortlich, dass der Pilz abstirbt, von dem sich die Trauermücke beziehungsweise die Trauermückenlarven ernähren und dadurch sterben eben auch die Viecher ab. Ich kann aus persönlichen Erfahrungen nicht wirklich euch den Tipp geben, aber viele, viele Leute, die Ahnung davon haben, haben das schon geraten. Also ich glaube, da passiert nichts, solange ihr jetzt nicht den ganzen Zimtbeutel auf eine eurer Pflanzen schmeißt. Also seid da ein bisschen vorsichtig. Probiert euch mal aus, nach und nach Zimt dazugeben, nicht gleich eine ganze Menge und dann sollte das passen. Also wirklich, Trauermücken, macht euch nicht so viele Gedanken. This is an easy game. Reden wir über die nächste wunderschöne Tiergattung. I love them, they're so cute. Sie nennen sich Wollläuse. Das ist tatsächlich die allererste Pflanze und die allereinzige Pflanze, die mit diesen ekelhaften Viechern befallen ist. Und ich muss sagen, sie sind nicht so einfach loszukriegen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich kümmere mich nicht sehr gut um ihn. Sie sind nicht so krass aggressiv, also sie töten eure Pflanze nicht innerhalb von ein paar Tagen, aber ich habe das Gefühl, sie verhindern so ein bisschen, dass eure Pflanze weiter wächst. Sie bleibt so ein bisschen in ihrem Stadium, wo sie gerade ist. Wenn sie befallen wird, stecken und die Wollläuse hindern sie quasi daran, ja, weiter zu wachsen. Sie sehen einerseits super eklig aus. Ich kriege auch so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich sie mir von nahem angucke, aber ich finde halt so Krabbelviehzeug eh nicht so geil. Das Problem, was auch noch dazu kommt, ist, die können auf jeden Fall auch Eier in der Erde legen. Das heißt, wenn ihr so einen Befall habt, boah, ich darf die mir nicht zu lange angucken. Gucken, boah, es schüttelt mich überall. Ich muss mich mal um dich kümmern. Ihr solltet eventuell, wenn der Befall sehr hoch ist bei Wollläusen, auf jeden Fall das Substrat wechseln. Gilt grundsätzlich eigentlich auch für alle Schädlinge. Wenn das wirklich krass ist, dann wechselt das Substrat. Ihr könnt Wollläuse ganz gut einfach mit dem Finger entfernen. Die sind jetzt nicht ultra klein, sodass ihr die nicht seht und dann auch nicht in so einer krassen Anzahl auf eurer Pflanze im Normalfall, dass ihr die nicht losbekommt. Ich habe das Gefühl, dass sie auf jegliche biologische Schädlingsbekämpfungsmittel, die Viecher reagieren nicht drauf, dass die komplett sterben davon direkt. Deswegen glaube ich, die beste Methode, um die loszubekommen, ist tatsächlich einfach mal mit dem Finger eine halbe Stunde von diesem Teil alles abpopeln. Ja, hoffen, dass nichts wiederkommt. Im besten Fall noch die Erde wechseln, einfach weil da können Eier drin liegen und ja, wenn ihr das macht, dann sollte das eigentlich passen. Wenn das irgendwann so ein Stadium erreicht, dass ihr euch denkt, boah, ich popel hier jetzt 3 Stunden, wenn ich jetzt popel, dann würde ich sagen, schneidet einfach mal ein bisschen von der Pflanze ab, wo es doll befallen ist. Schneidet den Ast ab. That's how it is. You sometimes can't change that. Und stellt die auf keinen Fall zu anderen Pflanzen. Sonst habt ihr die ganzen Scheißviecher überall bei euch. Niemals machen. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, wenn der Befall sehr, sehr klein ist, wenn die Viecher auch noch in so einem Stadion sind, wo die nicht ganz ausgewachsen sind, so wie hier, dann könnt ihr auf jeden Fall erstmal blattlausfrei probieren. Ihr dürft es nicht nur einmal machen und dann denken, dass alles wieder gut ist. It's taking some time. Manchmal müsst ihr das halt Woche für Woche für Woche machen. Manchmal dauert es auch 5 Wochen, bis dann wirklich dieses Zeug so gut wirkt, dass die nicht mehr wiederkommen. Alles, was organisch ist an Schädlingsbekämpfungsmitteln,
Lebensmitteln. Blattlausfrei, bla bla bla. Gibt's tausend Sachen. Das hat immer als Grundlage Öl. Und Öl tötet halt nicht alle Tiere, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Deswegen habt da ein bisschen Geduld. Es gibt zum Beispiel auch Neemöl. Viele Leute schwören auf Neemöl. Das ist quasi so ein bisschen krasser. Das ist noch öliger als zum Beispiel Rapsöl. Und das bildet richtig so eine kleine Ölschicht auf euren Pflanzen. Ich bin kein großer Fan davon, muss ich tatsächlich sagen, weil das ist so ein bisschen klebrig und es bleibt natürlich. Und wenn sich dann, keine Ahnung, so ein bisschen Staub auf eurer Pflanze bildet, was halt normal ist, wenn ihr nicht wirklich jede Woche jede einzelne eurer Pflanzen abstaubt, dann bleibt dieser Staub dran kleben und dann wird die ganze Pflanze so staubi-sticky und es ist so ein bisschen... Deswegen mag ich Neemöl nicht so. Ich glaube, die beste Methode, um die Viecher loszuwerden, ist einfach mal ein bisschen Zeit zu investieren und abzupopeln. Und wenn wir schon einmal bei Abpopeln sind, kommen wir direkt zum nächsten Schädling und zwar Schildläuse. Die sehen relativ ähnlich aus, aber wie schon der Name sagt, haben die so ein richtiges Schild, was sich um den Teil der Pflanze, wo die gerade drauf sitzen, so schließt. Dieses Schild schließt mit der Oberfläche der Pflanze ab und die können sich richtig krass daran festkrallen. Also da hilft nicht drauf sprühen oder so. Die bleiben dran kleben. Deswegen habt ihr da auch keine andere Möglichkeit, als wirklich abzupopeln und die Viecher da ja runter zu drücken und am besten auch beim Drücken auch direkt so ein bisschen zusammen zu quetschen, sodass sie dann auch tot sind. Weil wenn die jetzt in die Erde fallen, dann könnten die da noch Eier reinlegen und dann geht die ganze Kacke wieder von vorne los. Das heißt, popelt die Viecher gut ab, achtet drauf, dass die nicht in die Erde fallen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das in der Regel echt nicht so krass ist, Schildlausbefall. Ich habe zum Beispiel eine Strelitzie oben im Schlafzimmer, die ist regelmäßig mit Schildläusen befallen. Es dauert aber wirklich nur 5 Minuten, um diese paar Schildläuse von den Blättern abzumachen. Also das ist nicht so krass. Aber wenn das eine Population erreicht, wo ihr euch denkt, ach du Scheiße, was soll ich jetzt hier noch machen? Dann solltet ihr auch überlegen, einfach mal einen Ast abzuschneiden. Weil 3 Stunden popeln macht halt auch einfach nicht so viel Spaß. Weder in der Nase noch an eurer Pflanze. Manchmal macht das vielleicht in der Nase Spaß, aber an der Pflanze glaube ich nicht. Spart euch irgendein biologisches Pestizid bei Schildläusen. Popelt das einfach ab. Und wenn ihr es so eklig findet und ihr einfach nicht anfassen könnt, dann sucht euch jemanden, der es für euch macht. Gebt ihm vielleicht 5er dafür. Blattläuse. Hat man nicht so oft indoor, aber ich will trotzdem kurz drüber reden. Also ich hatte zum Beispiel meinen Zitrusbaum stark befallen von Blattläusen diesen Sommer, als er draußen auf der Terrasse stand. Blattläuse sind relativ gut zu bekämpfen. Diese biologischen Pestizide, die auf Öl basieren, also ich sag's immer wieder, blattlausfrei. Sagt schon der Name blattlausfrei? Macht sie halt tot. Und da muss ich wirklich sagen, das ist relativ zuverlässig. Die sind nicht zu schwach. Vielleicht müsst ihr halt wirklich, wie immer, ein paar mehr Durchgänge machen, wo ihr die Pflanzen besprüht. Das ist nicht nach dem ersten Besprühen direkt weg. Im Normalfall dauert es nicht länger als 3 Wochen. Also einmal die Woche für 3 Wochen da mal drauf sprühen, das ordentlich entfernen und dann ist gut. Dann solltet ihr wirklich erstmal Ruhe haben. Kommen wir zu den 2 Schädlingsarten, die tatsächlich richtig, richtig kacke sind und euch wirklich den letzten Nerv rauben. Spinnmilben und Tripse sind die absolute Katastrophe. Das Gute ist, beide sind so ein bisschen, zumindest habe ich das Gefühl, saisonal. Spinnmilben hat man eher im Winter, Tripse hat man eher im Sommer. Aber die können schon im Frühling anfangen und die können auch noch in den Herbst reingehen. Aber jetzt gerade im Winter habe ich zum Beispiel 0 Probleme mit Tripsen. Jetzt gerade habe ich aber ein bisschen Probleme mit Spinnen. Nee, eigentlich nicht. Ich habe gerade Glück. Ich hatte vor ein paar Wochen Probleme mit Spinnmilben, aber diese Viecher können im Winter sehr gut kommen. Und wir reden jetzt erstmal über diese guten Spinnmilben. Das sind Milben, das sind keine Spinnen. Das heißt, die sehen auch nicht aus wie Spinnen, aber sie spinnen Weben wie Spinnen. Diese Weben, die die weben, sehen auch ein bisschen anders aus als von Spinnen, die Spinnen weben. Von Spinnen, die Spinnen weben, die sind deutlich gröber. Bei Spinnmilben sieht es, wenn das fortgeschritten ist, aus wie so ein richtiges Nest aus, naja, Wolle schon fast, weil das so ganz, ganz fein ist. Spinnmilben sind auch wirklich super klein. Die könnte man jetzt niemals mit der Hand einfach einzeln entfernen. Das ist quasi einfach nur ein Punkt mit bloßem Auge. Aber die können sich so krank schnell vermehren. Es ist crazy, Leute. Wenn ihr ein fortgeschrittenes Spinnmilbennest auf eurer Pflanze sitzen habt, dann kann ich euch nur sagen, entsorgt am besten die Pflanze. Die Viecher sind, wenn das fortgeschritten ist, super schwer wieder loszubekommen. Wenn euch die Pflanze super am Herzen liegt und ihr die Pflanze wirklich nicht einfach wegschmeißen wollt, dann stutzt die sehr großzügig und macht wirklich alle Teile, die nur so ein bisschen befallen aussehen, ab und schmeißt die ganz tief in euren Restmülleimer, sodass da auch wirklich, also tut es direkt raus. Bitte lasst es niemals in eurem Zuhause, weil diese Viecher, die gehen so schnell an andere Pflanzen und die zerstören eure Pflanze auch innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, bei Spinnmilben müsst ihr wirklich hinterher sein, immer wieder gucken, ob da irgendwas befallen ist und sobald ihr irgendwie nur das kleinste Ding erkennt, sofort handeln, sonst könnte es halt zum Problem werden. Es gibt aber ganz gute Richtlinien, an die man sich halten
kann. Denn es gibt so ein paar Pflanzen, die sehr anfällig für Spinnmilben sind. Das ist zum Beispiel Number One, die anfälligste Pflanze überhaupt, Efeu. Wenn ihr die Idee habt, einen Efeu in eurem Haus, in eurer Wohnung, also indoor zu halten, dann verwerft diese Idee. Es wird niemals klappen, denn Efeu ist so krank anfällig dafür. Es muss nur 1% trockener sein in der Luft und schon sagt er, okay, ciao, ich gehe zu den Spinnmilben, beziehungsweise ich rufe sie an und sie kommen zu mir. Efeu könnt ihr vergessen. Es gibt aber auch andere Pflanzenarten, wie zum Beispiel Philodendron verrucosum, Philodendron melanocrysum und Philodendron micans. Alles, was solche samtigen Oberflächen hat, ist sehr, sehr anfällig für Spinnmilben und gerade hier solltet ihr wirklich im Winter regelmäßig schauen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum genau im Winter, warum sind die im Sommer nicht so da? Dafür gibt es eine sehr, sehr leichte Begründung und zwar kommen Spinnmilben durch zu trockene Luft. Und im Winter wird die Luft grundsätzlich trockener durch die Heizung. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit wird durch die warme Heizung einfach verdrängt. Es wird trockener in der Luft. Die Spinnmilben finden das mega geil und vermehren sich wie Schmitzkatze. Wenn ihr grundsätzlich immer wieder Spinnmilben entdeckt auf euren Pflanzen, dann bedeutet das, dass eure Luft grundsätzlich zu trocken ist und ihr euch definitiv einen Luftbefeuchter anschaffen solltet. Es gibt Luftbefeuchter, die kriegt man schon für 30, 40 Euro in quasi einer großen Form, also quasi auch für einen großen Raum bis zu 70 Quadratmeter. Es ist jetzt nichts, was unbezahlbar ist und es lohnt sich wirklich, gerade bei einem Philodendron verrucosum, der allein schon in der Größe irgendwie 150 Euro kostet, dann auch mal ein bisschen Geld in einen Luftbefeuchter zu investieren. Was machen wir, wenn wir einmal Spinnmilben haben? Wie gesagt, wenn ihr so ein riesen Spinnmilbennest auf eurer Pflanze sitzen habt und quasi die halbe Pflanze schon befallen ist, schmeißt sie lieber weg. Wenn es sich noch in Grenzen hält und jetzt von einem zum anderen Platz so Weben gespannt sind, ihr seht da in den Weben drin so kleine Punkte, was dann diese Milben eben sind, dann könnt ihr noch was dagegen tun. Als allererstes richtig gründlich abduschen. Macht alles richtig feucht, denn die hassen Feuchtigkeit. Die finden Feuchtigkeit in der Luft und überall richtig scheiße. Das heißt, gebt eurer Pflanze Feuchtigkeit. Versucht es dann erstmal mit organischen Schädlingsbekämpfungsmitteln, also alles, was auf Öl basiert. Ihr könnt gerne Neemöl benutzen, wenn euch das nicht stört, dass das alles so ein bisschen sticky ist. Es kann aber sein, dass ihr das 2-3 Mal macht und die Behandlung immer noch nicht so ganz erfolgreich ist. Es gibt noch einen Schritt, das habe ich einmal bei einer Calathea gemacht, richtig gut abduschen und dann nehmt ihr eine große Tüte und verpackt eure Pflanze in dieser Plastiktüte. Plastik, keine Papiertüte, in eurer Plastiktüte luftdicht, sodass keine Luft von außen eindringen kann. Innerhalb dieser Tüte entsteht dann eben eine Luftfeuchtigkeit von 100%. Das tötet wirklich jede Spinnmilbe ab. Es ist aber natürlich logisch, dass ihr jetzt diesen Philodendron verrucosum nicht in eine Plastiktüte kriegt. Also das muss eine sehr, sehr große Plastiktüte sein und ich würde es auch ganz ehrlich, gerade bei solchen seltenen Pflanzen würde ich es jetzt nicht unbedingt machen. Ich sage euch jetzt was im Vertrauen. Wenn ihr die Viecher nicht losbekommt, weil sie können wirklich sehr hartnäckig sein. Man kann sich darüber streiten, wie geil man das findet, chemische Pflanzenbekämpfungsmittel zu nutzen. Aber ich habe für mein Philodendron verrucosum schon mal so eins benutzt, um Spinnmilben zu töten, weil sie einfach so hartnäckig sind. Ihr müsst da einfach eure eigenen Erfahrungen sammeln. Vielleicht klappt das bei euch gut mit eben organischen. Als ich wirklich nicht mehr weiter wusste in meinem Leben, habe ich dieses Schädlingsbekämpfungsmittel genutzt. Ich bin nicht stolz drauf. Es heißt Careo und das ist die absolute Chemiekeule. Und dieses Zeug hier tötet wirklich alles. Außer Tripse manchmal. Versucht es zu vermeiden. Es ist ganz oft auch möglich, einfach organische Sachen zu benutzen und das reicht schon vollkommen aus. Es kommt natürlich auch immer auf das Stadium an. Wenn ihr wirklich nur ein paar Spinnmilben erkennt, wirklich nur ganz leichte Spinnenbeben da drauf, probiert es erstmal einfach mit abduschen und dann irgendeinem organischen Schädlingsbekämpfungsmittel sollte in der Regel ausreichen. Meine kleine Calathea White Fusion, die wurde auch richtig krass von Spinnmilben befallen und dadurch, dass sie nur so groß war, habe ich gedacht, komm, ich probiere das jetzt mal mit der Plastiktüte und für ein paar Tage luftdicht verschließen. Macht's mal eine Woche. Lasst die mal eine Woche luftdicht in dieser Tüte drin, dann sollten alle tot sein. Und danach war halt trotzdem die gesamte Pflanze tot, weil einfach diese Viecher alle Blätter schon so krass angegriffen haben, dass die Blätter gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, irgendwie sich zu erholen. Ging halt nicht. Die waren halt einfach schon so kaputt, dass sie quasi nur noch sterben konnten. Ich habe die dann alle abgeschnitten und jetzt zeige ich euch, wie sie inzwischen aussieht. This is my Calathea White Fusion right now. Diese Scheißviecher haben diese ganze Pflanze hingerafft. Ich habe jedes einzelne Blatt abschneiden müssen. Und das ist das, was inzwischen wieder nachgewachsen ist, nachdem ich sie in eine Pflanzenvitrine gestellt habe, wo mindestens 80% Luftfeuchtigkeit herrscht. Was natürlich am allerbesten wäre in Bezug auf Spinnmilben ist, wenn ihr wisst, welche Pflanzen von euch relativ anfällig dafür sind. Also wenn ihr ein Philodendron, Melanocrysum, Verrucosum, alles mögliche, was samtig ihr Oberflächen hat, bei euch zu Hause stehen habt, dann ist es im Winter auf jeden Fall
sehr förderlich, wenn ihr in regelmäßigen Abständen, lasst es jede Woche, lasst es vielleicht auch nur jede zweite Woche sein, diese Pflanze einfach präventiv, obwohl da gar nichts dran ist, abduscht. Einfach mal alles gründlich da abwaschen. Dann könnt ihr eigentlich auch sicherstellen, dass da nicht auf einmal die absolute Invasion auf eurer Pflanze herrscht. Solange ihr einfach regelmäßig ein Auge auf eure Pflanzen werft, sollte nichts schief gehen. Aber ich kann verstehen, wenn euch irgendwann der Geduldsfaden reißt und ihr euch dann doch halt entscheidet, die Chemiekeule zu benutzen. Wie gesagt, ich will ehrlich mit euch sein. Ich musste das irgendwann machen, weil ich nicht mehr konnte. Ich habe mir diese Chemiekeule aber tatsächlich nicht wegen der Spinnmilben gekauft. Ich habe mir diese Chemiekeule gekauft wegen Tripsen. Und jetzt kommen wir zum absoluten Endgegner und zum schlimmsten Schädling, den man sich vorstellen kann. Tripse sind eigentlich Fliegen. Also, sie sehen aus wie so kleine Fliegen oder Mücken. Aber ich hatte tatsächlich nur Probleme mit Tripsen im Larvenstadium. Ich habe nie eine ausgewachsene, erwachsene Tripsefliege gesehen. Ich habe immer nur diese scheiß Larven erkannt. Und diese Viecher sind so hartnäckig und sie zerstören eure Pflanze so schnell. Sie saugen den Saft aus den Blättern raus und diese Blätter werden so schnell kaputt gemacht. Es ist crazy. Ich hatte den gesamten Sommer so kranke Probleme mit diesen Viechern. Es ist abnormal. Ihr merkt schon, ich werde höchst emotional, wenn es um Tripse geht. Bei diesen Viechern hat kein Blattlaus freigeholfen, kein organisches Schädlingsbekämpfungsmittel. Abbrausen mit Wasser hat erst recht nicht gereicht. Ihr müsst aber trotzdem am besten alles machen, was in eurer Macht steht, um diese Viecher irgendwie wieder zu entfernen. Ich habe mal 100 Pflanzen der Reihe nach an einem Tag abgeduscht und dann eingesprüht mit organischem Schädlingsbekämpfungsmittel. Es hat sage und schreibe 3 Tage gedauert, dann habe ich überall wieder Tripse gehabt. Irgendwann habe ich mir gedacht, nachdem wirklich dann die 5. Pflanze komplett hingerafft wurde durch das Zeug, hier hilft nur noch die Chemiekeule. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Es sind kleine, gelbe, popelige, längliche Teile. Das sind wirklich Mini-Larven. Und wenn ihr nicht ganz genau hinschaut, dann seht ihr die auch nicht. Ihr müsst wirklich ab April eure Pflanzen regelmäßig auf diese Viecher untersuchen. Sobald ihr irgendwo seht, das Blatt sieht nicht mehr ganz so gesund aus, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Tripsebefall. Dann solltet ihr ganz schnell reagieren. Diese Viecher sind unglaublich schnell, was die Vermehrung angeht. Die springen von Pflanze zu Pflanze, die infizieren einfach alles. Und ich schwöre, ich hatte auf gefühlt jeder Pflanze Tripse. Es hat nicht mehr aufgehört. Denkt nur drüber nach und ich kriege eine Macke, ey. Das Einzige, was überhaupt geholfen hat, war die Chemiekeule. So scheiße das auch ist. Wie geht man damit vor? Als erstes spült ihr das so gut es geht ab. Wirklich jedes einzelne Blatt. Oben und unten. Das gilt übrigens für alle Schädlinge. Die Blätter niemals nur oben abspülen, sondern auch unten. Und wirklich mit der Hand und mit dem Lappen am besten richtig gründlich abwaschen. Lasst die Pflanze dann wieder trocknen, sodass jetzt nicht alles super nass ist. Und dann sprüht dieses Zeug in der Konzentration, wie es auch auf der Verpackung steht. Sprüht es großzügig, wirklich großzügig auf eure Pflanze. Und ich habe auch noch die Erde oberflächenmäßig so besprüht mit dem Zeug. Und das hat für mich sehr gut funktioniert. Ich habe bei keiner Pflanze dann nochmal den Erdmix komplett austauschen müssen oder sowas. Ich bin ehrlich mit euch, das ist alles, was geholfen hat. Ich will auch jetzt wirklich nicht rumlügen und euch sagen, ja, nehmt das organische Zeug, das passt schon. Und dann werdet ihr nächstes Jahr im Sommer all eure Pflanzen sterben sehen. It is what it is. Sagt mir auf jeden Fall aber mal in den Kommentaren Bescheid, ob ihr Erfahrungen mit quasi erwachsenen Tripsen gemacht habt. Ob ihr die irgendwie gesehen habt, wie die auch die Pflanze quasi aussaugen. Weil ich habe immer nur diese Larven gesehen und um diese Larven auf diesem Blatt drumherum wurde halt quasi alles gelb und eklig und bah. Lustigerweise war die erste Pflanze, wo ich Tripse gefunden habe, eine Geigenfeige. Und Geigenfeigen sind eigentlich nicht so anfällig für Schädlinge generell, weil die haben sehr robuste und dicke Blätter und so weiter. Wo ich Tripse ganz doll hatte, waren Monsteras. Gerade wenn das auf so einer Monstera variegata anfängt, dann habt ihr wirklich, also dann tut das ganz schön weh im Herzen. Ich hatte Tripsebefall ganz, ganz viel auf Calatheas, auf Ktanten. Da war das auch wirklich richtig krass. So viel zum Thema Tripse. Ich habe echt super viel jetzt geredet. Ich habe euch noch was Wichtiges zu sagen, Leute. Es wird die nächsten Wochen auf diesem Kanal hier erstmal ein wenig ruhiger werden, denn ich werde mir eine kleine Winterpause gönnen. Genauso wie meine ganzen Pflanzen gerade nicht wachsen oder irgendwas tun, außer von Schädlingen vielleicht befallen zu werden, werde ich jetzt auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen und abschalten. Und deswegen wird es in den nächsten Wochen erstmal kein Video hier geben, sobald es wieder langsam losgeht mit den Pflanzen. Ich weiß noch nicht ganz genau wann, wahrscheinlich schon in 4 Wochen, aber schauen wir mal, wird es wieder regelmäßig Videos hier geben. Und falls es irgendwas gibt, worüber ich unbedingt noch reden sollte, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall schon wieder 1000 Ideen. Ich bin ready, aber auch ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ich euch weiterhelfen konnte, dann gebt ihm auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Habt eine geile Zeit mit eurer Familie. Genießt auch mal die Ruhe, so wie ich das jetzt tun werde. Ich freue mich auch ein bisschen drauf. Und da würde ich auch schon wieder sagen, bis bald.